Für Jupp Heynckes war das Triple 2013 der Höhepunkt und der Schlusspunkt einer riesengroßen Trainerkarriere. Für Hansi Flick, der heute das Triple in der FC Bayern Erlebniswelt präsentierte, ist es so etwas wie der Anfang, der glorreiche Anfang einer großen Trainerkarriere. Und Hansi Flick hat sich auch geäußert zur neuen Saison. Wie will er weiterhin den FC Bayern in der Erfolgsspur halten? Klar ist, so richtig weiß er noch gar nicht, welcher Kader ihm denn zur Verfügung steht, denn die Personalien Thiago und auch David Alaba scheinen noch offen zu sein. Es muss also eventuell noch etwas passieren, wenn sich in dieser Personalie oder in diesen Personalien noch etwas tun sollte. Die Situation ist nicht ganz einfach. Klar, wir haben Qualität verloren. Wir wissen nicht, was noch passiert, welcher Spieler uns eventuell noch verlässt. Wer dazukommt, das ist aktuell die Situation. Wir fangen am Freitag, wenn alles gut läuft mit den Tests, an mit dem Mannschaftstraining. Dann haben wir eine Woche Zeit. Also von daher ist es natürlich für uns Trainer, aber auch für die Mannschaft nicht gerade optimal. Aber das sind die Situationen, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und wir werden auch diesmal damit zurechtkommen. Aber planen Sie mit den beiden? Ja, wenn Sie so lange im Kader sind, plane ich mit beiden, logisch. Na, wir verlieren mit Ivan. Ja, man muss einfach so sagen, so ist jetzt aktuell der Stand. Mit Ivan, mit Philippe und Alvaro. Drei Spieler mit einer gewissen Qualität, hervorragende Qualität. Und gerade Ivan und natürlich Philippe haben in der Champions League-Phase, in der Endrunde in Portugal natürlich gezeigt, was für eine Qualität sie haben. Aber es ist jetzt so entschieden, dass wir die drei letztendlich nicht mehr zurückgreifen. Das war, ja, ist einfach so entschieden. Und wir müssen halt gucken. Und deswegen sind wir auch im engen Austausch, dass wir halt Qualität auch wieder auf den Positionen auch bekommen, und da bin ich guter Hoffnung. Ja. Wir müssen ja auch gucken, ob jemand uns verlässt, und dementsprechend werden wir auch handeln. Und also deswegen ist jetzt einfach auch, müssen wir schauen, dass wir uns jetzt gut vorbereiten mit dem Kader, den wir jetzt zur Verfügung haben, und wenn sich irgendwas tut, müssen wir darauf reagieren können. Und da, ja, wie gesagt, da sehe ich jetzt halt, ein ganz normaler Ablauf, wie es ist im Fußball, und das wird auch bei uns so sein.